Weiter geht es mit Crash Bandicoot. Okay, ich habe den Sprung direkt geschafft. Hätte es wahrscheinlich auch vorsichtiger und langsamer machen können. Aber es direkt zu machen in einem Sprung schien mir gerade sicherer sogar. Tatsächlich. Ja, das wiederum war nicht wirklich sicherer. Okay, stehen bleiben, gucken, was passiert. Nein, sag mir nicht, die Tür ist zu. Okay, gut. Warte mal, wir sind kurz vor einem Bonusleben. Eine leider nicht erreicht. Oh nein, draufspringen, du Idiot. Will gar nicht wissen, wie viele Äpfel ich gerade ins Nirvana gejagt habe. Anscheinend so ungefähr 10. Oh. Ich hab Kisten vergessen, what? Ich weiß. Die Wumpa-Inseln. Die Umpa-Lumpa-Inseln. Das war das Level? Das war einfach. Aber das ist wieder, ich finde die 3D-Level irgendwie bedeutend einfacher und auch cooler als die 2D-Level. Wobei die 2D-Level ein paar ziemlich coole Sachen mit beweglichen Plattformen machen, die in 3D vielleicht nicht so einfach wären. Und wie gesagt, wenn ich 2D sage, meine ich nur die Perspektive. Technisch ist das natürlich beides 3D. Okay, ich kann vorbei. Ah, da hätte man dann durchgekonnt. Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Theoretisch kann ich hier einfach vorbeigehen. Ach, die verschwindet, okay. Kurz gucken, wo das hinführt. Oh mein Gott, das sind viele schöne Bonusleben. Okay, 2 bisher, aber immerhin. 2 ist auch schön. Oh. Ja, habe ich richtig geraten. Dachte mir irgendwie schon, dass die Plattform nachgibt. Checkpoint! 10 Leben. Hui. Leute. Na, ich bin So ein dummes Stück Scheiße. Okay, gut, vielleicht übertreibe ich es ein bisschen. Okay, runter, hoch. Ah, fuck, das. Ich habe das perspektivisch gerade bisschen falsch eingeschätzt. Eingeschätzt. Hört ihr? Ich hab's falsch eingeschätzt.
Das ist nicht dein Ernst. Oh, boah, das war... Oh. Das war knapp, wollte der Mann sagen. Bevor er den Instant-Schlaganfall erlitt. Okay, ich kann da gar nicht rüber. Schade. Kein Checkpoint für Marcoline. Bonus-Level, meine Freunde. Wollen wir mal sicherstellen, dass wir wenigstens dieses Level, das bisher recht einfach wirkt, ohne Game Over schaffen. Mein Gott, das war das einfachste Bonus-Level bisher im ganzen Spiel, glaube ich. Bin begeistert. Okay. Okay, das wird perspektivisch gerade eine Challenge. Ich vermute, die Plattform gibt nach. Tut sie gar nicht. Okay, irgendwas habe ich weggekickt. Ich glaube, es war eine Frucht. Aha. Okay. Das wieder. Zum Glück kommen da keine Blitze raus, wie sonst immer. Wow, wir gehen mit einem Plus an Leben aus diesem Level und wir haben immerhin 80% der Kisten ungefähr. Jesus Christus wird begeistert sein. Lädt die Wumperinseln. Toxic Waste. Ich glaube, sie machen das gerade so, dass die einzelnen Level zwar einfacher sind, aber diese Insel ist halt voll von Leveln. Alle paar Meter ein Level. Bisher läuft es aber echt gut. 11 Leben, da kann man sich schwerlich beklagen. Oh. Gut, warum sollte man über die Mitte gehen? Ah, fuck. Okay, die Chance habe ich weggeworfen. Wir machen einen auf Donkey Kong mit den Fässern. Oh, fuck. Schon wieder. Okay.
die Musik ist... Die Musik ist gerade mega geil. Okay, jedes zweite Fass ist ein fliegendes. Jedes dritte. Oh mein Gott, wird das erste Level ohne Tode? Das wäre so episch. Episch! Alle anderen so Standard. Ja, da ist es! Ganz ehrlich, sobald es 3D ist, komme ich damit klar. Oh mein Gott, mit der Kettenreaktion habe ich nicht gerechnet. Puh. 14. Wir haben einfach 14 Leben. Fuck. Es wird nicht das erste Level ohne Tod. So, wenn wir hier stehen, sind wir sicher. Die Zwischenplattform ist nicht sicher. Aber der Ort hier ist sicher. Warten, bis er noch einen wirft. Und tschüss. Das war so knapp. Wir hätten es fast ohne Sterbi geschafft. Mann. Ja, 3 Kisten vergessen. Denke mal, das waren, glaube ich, alles Kisten, bei denen ich mich dafür entschieden habe, sie liegen zu lassen. Aber ja, die Level werden gerade deutlich kürzer. Frage mich, was sie dazu bewegt hat, sich so zu entscheiden, dass die gegen Ende hin so kurz werden. Pinstripe Poturu, ein Boss, bei dem wir die ganzen Leben, die wir uns erkämpft haben, wieder wegwerfen können. Seine Maschinenpistole ist nicht immer verlässlich. Okay, er hat eine Maschinenpistole. Er sieht sympathisch aus. Es gibt wahrscheinlich jammt seine Pistole irgendwann. Das war ja gerade nur Nachladen. Mit ihm zusammen hierhin. Jetzt wechselt er. Oh, nee. Okay, das mit dem Tisch hat er vorher nicht gemacht. Sag mir bitte, dass das nur ein Zwischenschritt ist. Okay, er springt jetzt nur noch zwischen diesen beiden Orten. So, jetzt springt er dahin und dann jammt sie wahrscheinlich gleich wieder. So. Na, so dumm. Aus irgendeinem Grund hatte ich eben nicht gewartet, bis seine Waffe... Oh. Warum? Ich war hinter dem Sofa. Ach, ich Idiot. So, neu.
mit ihm zusammen hier hin. So, da jumpt sie wieder. Dann steht er oben. Springt nach links, schießt direkt los und dann jumpt sie. Und da wollen wir rüber. So, warten bis sie blockiert. So. Warten bis sie blockiert. Eigentlich ganz einfach, dieser Kampf. Nee, warten bis sie blockiert. Oh oh. Warten bis sie blockiert. Jetzt blockiert sie da oben. Das heißt, wir müssen ihn da oben erwischen. Leute! Wir haben es geschafft. Wir haben es verdammt nochmal geschafft. 3 Sterbis, glaube ich. Pinstripe püriert. Ich liebe diese Trophäennamen. Heißen die eigentlich Trophäen oder heißen die Achievement? Ich glaube, das sind Trophies. Also Trophäen im Deutschen. Was man bei Le PlayStation bekommt. The High Road. Das klingt ja wieder wie Road to Nowhere. Die Brücke. Ja. Ich werde direkt versuchen, auf die Seite drauf zu kommen, falls das hier auch geht. Wenn es nicht geht, werfe ich hier gerade einmal ein Leben weg. Aber ich glaube, es könnte gehen. Okay, wahrscheinlich ist es hier geradeaus einfacher. Ja, unsere ganzen Leben sind futsch. Können wir vergessen. Dann sollte ich das mit der Seite besser probieren. Weil unsere Leben können wir sowieso vergessen, wie gesagt. Mein Problem ist, er läuft halt nicht ganz gerade. Und ich mache das schon mit den Richtungstasten. Also es liegt nicht daran, dass ich meinen Analogstick irgendwie falsch drehe oder so. Ich glaube, man kann es ganz gut nachjustieren. Den Checkpoint holen wir uns besser. Fuck. Das ist echt Atomphysik.
Okay, schön. Ach, das ginge auch gar nicht ohne die Seile, merke ich gerade. Man muss hier über die Seile... Ah, oder man könnte von der umgedrehten Schildkröte abspringen. Meinte ja das Tutorial eben auch. Puh. Ich glaube, so ein Mix aus teilweise Hauptweg und teilweise an den Seiten, wo es mehr Sinn macht. Also Hauptweg eigentlich nur für die Checkpoints. Ich glaube, das macht hier Sinn. Nein! Schon wieder abgerutscht. Trotzdem sterbe ich so seltener, als ich über den Hauptweg sterben würde, glaube ich. Oh, fuck. Shit! Ich sterb halt recht häufig, auch bei dem Versuch direkt auf die Seile zu springen. Aber ganz ehrlich, Gott segne diese Seile. Ohne diese Seile würde ich das nie packen. Bonusleben holen. Oh. Und wie wir uns die Bonusleben holen in der nächsten Folge.